So, Freunde, 10.000 CC sind ready für das 5. Jubiläum in Dragon Ball Legends. LF Goku und Freezer, ich begrüße euch recht herzlich zu meinen Summons. Lasst ihr mich gerne wissen, was ihr gepult habt, falls noch pult. Viel Glück definitiv. Also wir haben schon sehr viele neue Charaktere bekommen. Es gibt auch ein bisschen neue Animationen, einige neue Animationen. Wir gucken uns mal an, wie meine Ausbeute wird. Ich hätte natürlich liebend gerne den neuen Charakter. Das sieht schon geil aus, guck mal. Mit zwei Farben einfach. Gefällt mir schon definitiv, dass Goku lila ist und Freezer blau. Wir haben viele neue Charaktere, Freunde. Ich würde sagen, wir haben 10k CC. Wir gehen da direkt rein und gucken mal, was wir so pullen. So, let's go. Ja, wenn wir reichlich neue Animationen bekommen, wäre es auch geil. Die Sache ist die, wenn man jetzt sowas wie Bardock und Shanks bekommt. Es gibt halt, wie viele neue Spartan-Charaktere? 4, ne? Das ist schon krass. Wir haben sogar neue Extreme-Charaktere. Wir haben sogar noch zwei neue Extreme-Charaktere, richtig? Also mit Charakteren haben sie auf jeden Fall nicht gegeizt. Aber Leute, die Sache ist die. Also, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr summonen sollt oder nicht, guckt euch das Ganze erstmal an, schaut euch Showcase an, PvP-Gameplay etc. und überlegt euch, ob ihr sie überhaupt spielen könnt. Sei es in Teams, auf den Leaderslot und. An sich, ich hoffe, ich ziehe den Charakter, dann kann ich das Ganze testen, weil er sieht schon interessant aus auch. Auch mit den Typen und dem Rising Rush Counter. Die Animationen von LF, Goku und Freezer sind wirklich richtig gut. Aber wie gesagt, wenn ihr euch sagt, nee, ich summon nicht, könnt ihr auf Part 2 warten. Wir wissen noch nicht, was zu Part 2 kommt. Viele spekulieren Orange Piccolo. Ich meine, eigentlich muss er kommen. Was sollen die sonst bringen? Aber es ist nicht garantiert. Part 2 sollte so in 200 Wochen beginnen. Und Ultra Charakter kommt ja auch noch. Zu Part 3 des Jubiläums, also so Ende des Monats. Nicht, sorry, wir haben Mai gerade Ende des Monats. logischerweise nach Part 2. Also so 3. Juniwoche oder Ende Juni. Okay. Ich habe einen Fluch mit Charakteren, die Zahando zeigen, okay? Der erste war Toppo, der zweite Zamasu. Sagt mir nicht, dass Kizaril jetzt der 3. Charakter ist und ich links und rechts nur ihn ziehen werde auf 7 Sterne rot, ohne irgendeinen anderen, den LF zu ziehen oder so. Ey, oh mein Gott. Aber gut, einen von den neuen Charakteren haben wir zumindest. Die, immer diese Pride Trooper Chars, ohne Witz. Pride Trooper Curse, ja. Das ist ja wieder mies safe. Also ich will den Teufel manchmal an die Wand mal. Wir gucken mal, wie die Summons erstmal laufen mit den CC. Je nachdem, ob ich da Tickets holen kann, wie ich gepult habe. Wenn ich sie nicht gepult habe, dann würde ich auf den Pidi gehen? Ich weiß nicht. Also dass ich dann quasi die Coins mir aufhebe. Ich weiß nicht. Wir denken mal noch nicht so weit. Wir genießen erstmal die Summons. Das ist der erste Durchlauf noch, genau. Vegeta kann auch als Blue kommen, yeah. Und einer von euch meinte ja gerade, dass auch, wenn die Broly-Animation kommt, Vegeta und Broly die Dimension brechen können, wie im Film. Wenn ich die Animation bekomme, das wäre richtig... Oh, okay. Okay. Oh, bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's. Das erste Durchlauf, wir haben Kizaril und Jiren. Nehmen wir. Safe. Kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Okay. Weiter geht's. Die Pride Troopers, die haben es mit mir. Ja, Mann. So. Regenbogenschrift beim Mutterziehen ist auch neu, ja. Stärke ist absolut. Ja, Mann. Ey, die Pride Trooper Chars haben es echt mit mir jetzt, wo ihr das so sagt. Oh, ich habe auch Broly-Animation gehofft, ja. Er ist wie gesagt die Sache, musst du wissen, ob du das haben willst oder warten willst, bis der Ultra kommt. Wie lange sind die Steps online vom Banner? Es fängt an, oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Oh no, es geht los. 7 Sterne rot, Kizaril. Oh Mann.
Okay. Egal, der auf 6 schon nehme ich schon mal. Wow, safe, auf jeden. Wie Zahando damals. Ey, nicht nur Topo, sondern auch Summer zu Flashbacks. Ich erinnere mich damals noch an deine Allergien-Summer-Set, der nicht einmal benutzt. Ja, Mann, das stimmt. Leute, hört auf. Hört auf mit Kazir, ey. Please. Wir sind am Losen. Ja, mein neuer Charakter. Vegeta Blue, einfach random. Das heißt, neuer Charakter. K-Zero. Laber nicht, Alter. Jungs, hört auf. Nein. Also, das meinte ich nicht mit neu. Aber ich hatte nicht. Sondern einen der neuen, die heute rauskamen. Oder? Das ist auch Vegeta Blue. Das ist jetzt quasi anders, andere Konstellation. Normalerweise beim Losen von Goku Blue Animation, aber die Animation wurde geändert. Es sei denn, warte mal, wir haben hier ein. Hä? Okay, krass, nein. Okay, interessant, dass wir das so sehen. Also ursprünglich heißt ja. Oder hieß Vegeta Blue, der kam aber nur, wenn Goku Blue verloren hat. Dann weißt du, okay, ich habe einen der neuen Charaktere, also einen der neuen Sparkings. In dem Fall wären das K-Zero, das Girl da, Jiren oder der LF. Aber jetzt haben wir gesehen, okay, nein. Eventuell heißt auch ein neuer Charakter, den du noch nicht auf dem Account hattest. Micha Freeze hatte ich nämlich nicht. Das muss der sein, weil das ist unser einziger Sparking-Charakter gewesen. Und wir haben ja die Animation bekommen. Krass, okay, gut, dass wir es so gesehen haben. Hat mich aber jetzt ein bisschen, ne, False Hope hatte ich jetzt. Falsche Hoffnung hatte ich jetzt. Ja, Micha Freeze zeigt auch die Hand, ja. Oh, ne, alles guckt, Bait, das ist Troll, Jaco ist Troll. Jaco ist Troll-Animation. Mir haben viele gesagt, die hat... Okay, also in dem Fall ist natürlich nicht Troll, aber es ist ein Troll in Troll. Was will ich euch damit sagen? Weil viele von euch haben mir gesagt, dass sie im Singesam die Jaco-Animation hatten, aber dann einen Hero-Charakter bekommen haben. Für mich ist jetzt Troll in Troll so. Ich denke mir, ja, okay, Jaco geil, doch nicht, aber dann BOOM! Bardock Animation, wir haben einen der neuen Charaktere. Und wir haben Jaco gezogen. HDF. Okay, Leute, also es sind halt vier Charaktere Sparking, ne? Es kann der LF sein, aber es kann auch einer der anderen sein. Wehe K-Zero. Ich hab keine Bardock an. Oh! Darf durch. Stark schon. Ey, wir haben jeden Krackel gezogen. Warte mal, in welchem Durchlauf bin ich? In welchem Durchlauf bin ich? War das der erste Durchlauf und ich habe in einem Durchlauf alle Chars gezogen, außer den LF? Dann war das ein richtig erfolgreiches Durchlauf. Das war der erste Durchlauf. Ich habe richtig gut gepult, ey. Krank. Gefällt mir. Richtig geil. Quay, can you do some for me? Ah, let's go. Oh, wir haben es so nicht nackt, als das für Raft durch, ja, Mann. Nichts? Okay. Nochmal, Jiren fehlt hier. Ne, Jiren habe ich gezogen. Erster Durchlauf war sehr stark. Wir haben jeden gezogen, außer den LF. Und sogar The Legend of K-Zero zweimal. Gebt euch einen Durchlauf für euch, Leute. Ich habe drei der neuen Charaktere gezogen. In Dokkan. Nach 2000 Stones nur Krillin und Tenshin an, Alter. Nicht die Hauptcharaktere. Keiner weiß. EX Varus oder Champa. Er pfeift auf die EX-Charaktere, jucken niemanden. Es sei denn, haben die eine gute Siegfähigkeit oder so. Ich habe alle gezogen und sogar noch 600 LL-Tank aus Pity. Nice. Sind nun alle 6 Scheine sogar. Das Duo. Richtig gut gepult.
Lance curlt immer mit den Summons. Gefühlt schon, ja. Oh, merkt es dann, ja. Okay. Ich habe den neuen Goku Freezer bekommen und ich muss sagen, seine Defense gefällt mir nicht. Ja, ist auch kein defensiver Charakter. Bei dem LF gut zu hören, da fängt Freezer an zu reden und sagt Son Goku. Zudem dürft ihr nicht vergessen, dass es jetzt auch Künste-Boots gibt. Also wenn du da mit einem Künste-Boots-Charakter kämpfst, der Schlagangriff 99 Ultra Goku Black, der frisst den Safe. Also das ist normal. Legends fängt nicht auf nach dem Dokkan-Chef. Ja, ich hoff's, ich hoff's. Wenn wir einen Goku und Freezer ziehen, dann auf jeden Fall. The real, können wir. Ja, neue Animationen drücken wir dann auch geil. Broly, wie die Animation wäre echt cool. Mit 14k CC alle auf mindestens 6 stellen und hat noch 6er richtig gut. Ja, richtig gut gepult, Mann, können wir. So, der erste Durchlauf, der war relativ so angenehm, ne? Das Gefühl so, den haben wir richtig genossen, so Spaß gehabt und jetzt Adef. Bin fast durch mit dem zweiten Durchlauf, schon so schnell. Auf PvP sind Künste-Boosts aus. Keine Ahnung, wer euch das verzählt, okay? Also Leute, ich will nicht an eure Intelligenz zweifeln, aber ihr könnt auch die deutsche Sprache und könnt auch einen deutschen Text lesen, oder? Es ist unglaublich, wirklich. Dieser RNG-Hieb-Schlag ist nur im PvE, ja, aber die Stats wirken auch im PvP. Also den Stat-Boost, den die Charaktere durch den Künstler-Boost kommen, der zählt auch im PvP. Das habe ich in meinem Video gezeigt, es steht einfach schwarz auf weiß im Spiel. Also keine Ahnung, wer da Unfug erzählt oder wer nicht Herr des Lesens ist. Aber, oh, die Extreme Jumper. Aber lassen Sie es einfach, okay? Geht einfach rein und lesen Sie ein bisschen mit. Ihr müsst ja nicht mal lesen, einfach nur zuhören. Ich habe sogar 1:1 in meinem Video gezeigt, den Text auch noch vorgelesen. Oh man, die Stats, die wirken sich im PvP aus. Dieser random RNG extra Superhieb da, der trifft nicht ein, nein. Aber wenn du zum Beispiel 99 Schlagangriff Künstler-Boost bei deinem Ultra Goku Black hast und er dadurch, sagen wir mal, 500 Stats auf seinen Schlagangriff bekommt durch seinen Künste-Boost, dann hat er das im PvP. Er hat im PvP dann 500 mehr Angriff. Schlagangriff. Basisschlagangriff. Alles Dragon Ball Fans, ja. Ihh, der war wie geht der vom letzten Jahr? Zeit, Durchlauf Wi-Fi auf 6 Sterne, Casino auf 7 Sterne, einen Durchlauf mache ich noch, viel Glück. Oh, ein Spiegel für ein paar Zeit wäre geistkrank, also da bin ich mehr Feuer und Flamme, definitiv. Bundesliga schaue ich nicht, nee, aber heute ist der Titelkampf. Sicherlich spannend, ich muss aber vorproduzieren übers Wochenende. Lass vielleicht nebenbei laufen oder so, keine Ahnung. Ich bin da eh live. Wir sind da eh live noch. Der ist Super Saiyan? Der ist nicht in Blue. Normalerweise doch Vegeta Blue, oder? Junge, die haben ein bisschen mit den Animationen übertrieben, meiner Meinung nach. Also, die haben jetzt richtig so hin und her gewürfelt. In Lens war clean, du weißt, was heißt. Jetzt sind 1000 Sachen einfach noch in den Konstellationen gekommen. Okay, sie ist auf jeden Fall noch ein neuer Charakter, auch mit Super Saiyan Vegeta. Die Legende K-Zero, das gibt's doch nicht, ey. Jaco Bait. Bait, Jaco.
Aber es ist schon spaßig, wenn neue Animationen kommen, weil dann weißt du nicht, ist auch also in der Hinsicht, du weißt halt nicht, was jetzt geht und so, ne? Es ist schon immer, hat schon was, man, so ist nicht. Ist frischer Wind, wenn man immer mal wieder neue Animationen reinballert. Broly-Animation habe ich noch nicht gesehen, ihr habt es mir gesagt. Muss ich mal angucken. Red Star nicht bekommen, wie hoffentlich. Fighter! Es war immer Super Saiyan. Was? Als ob? Als ob? War Vegeta nicht im Blue bei Vegeta Chunks zu Vegeta Animation? Oder verwechselt sich das wegen dem LF Tag? Ich müsste nachgucken. Weil der LF Tag ist ja hä? Ich weiß nicht, ich müsste mal nachgucken. Ich müsste ein altes Video anschauen. Ich weiß gar nicht mehr, dann habe ich es verwechselt. Ja, also es sind sich auch viele nicht sicher tatsächlich. Wir können nachher mal nachschauen. Jetzt sind schon Spiele, viele Spark. Okay, ist auch 20% Sparken Rate, ne? Sate! Geht die Mahiro Beta eigentlich heute? Läuft die? Weiß aber nicht, ob wir da heute reingucken können. Also ich wäre erstmal eine lange Zeit, wir werden erstmal gut late in Stream. Weil ich muss wie gesagt heute vorproduzieren, also ich werde auch noch die Charakter-Showcase gleich. Okay Leute, aber ein letzter Durchlauf. Goku und Freezer ist nicht gedroppt, vielleicht droppt er, das ist ja geil, wenn er halt abschließend noch kommt, nachdem wir alle Charles, dann hat Bait. Wir haben ja, ey, das wäre krass, wenn er abschließend jetzt noch kommt. Ich weiß nicht, ob ich die... Also ich glaube, ich werde die Tickets tatsächlich raushauen, weil ich denke, ich glaube nicht, dass ich auf den Pili gehen werde. Das ist ja zu viel CC. Schade, das wäre so geil gewesen. Oh Mann. Herzinfarkt, ja Mann, ey, damn. Okay, ich werde nicht auf den Pity gehen, weil ich habe mehr Interesse an Part 2 vor, wenn Orange Piccolo kommt. Weil bei dem werde ich dann safe aufs Pity gehen. Oh! Das ist unsere erste Booster-Animation, oder? Dreams? Ist das der krönende Abschluss? Nein, das ist ja gar nichts. Da war ja gar nichts. HDF? Da war ja gar nichts. Okay. Wie viele Coins habe ich? 13? Oh nö, sagt mir nicht. Warte, sagt mir nicht 14 kosten. 14, mir fehlt ein Ticket. Halt deine Fresse. 500. 500 CC bekommen wir auf jeden Fall noch im Laufe des Streams, weil ich noch die Mission offen habe. Das heißt, das können wir auf jeden Fall safe noch raushauen. Genau. Also werden wir dann noch in diesem Stream definitiv die Tickets raushauen können. Ist das Spartan garantiert, das Ticket? Das gab's ja Free-to-Play aus der Mission. Ich habe nicht beide geholt, ich habe nur einen geholt. Ich habe die Mission nicht gemacht, ich hatte da keine Lust, 20 Mal Teamkampf zu spielen und so. Aber, let's go. Er kommt einfach und zieht sich selbst, ey, Frechdachs. Naja, wir werden auf jeden Fall noch diesen 500 Set mitnehmen können im Laufe dieses Streams. Und dann auch noch, wie gesagt,
die Tickets raushauen. Okay, Freunde, let's go. Wir können noch hier an der Stelle die Summons beenden. Ey, ungelogen mit 10.000 CC oder auf 111k. Echt gut gepickt, Mann. Jeden Charakter aus dem LF. Vielleicht kommt er jetzt noch, sei es in dem Multi oder mit den Tickets. Bei ihm werde ich auf Speedy nicht gehen. Wenn ich ihn ziehe, wäre geil, wenn nicht, dann nicht. Aber ich sag's euch, wie es ist, wenn Orange Piccolo zu Part 2 tatsächlich kommt. Den Amigo brauche ich und den will ich. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Tickets raushaue. Die holen wir uns gleich mit den Coins. Und dann... Oh, ich habe jetzt Ding nicht aktiv, warte mal. Der Xeno-Spoiler. Oh, oh, jetzt, okay. Oh, Imagine, das ist er. Oh, okay, alles gut. Genau, das heißt, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, für euren Support Arenio. Die Tage kommen die Showcase-Videos zu den Charakteren, könnt ihr gerne abchecken, lasst dementsprechend ein Abo gerne auf dem Kanal da. Let's Play-Kanal Osomnachts könnt ihr auch gerne abchecken. Hier ist auch der Kingdom Let's Play, läuft da gerade. Und genau, wir holen uns an der Stelle die hier, das sind drei Stück. Ja, ein Coin spart man sich halt Rabatt, wow, geil. Man das nicht auf 13 oder 12 machen können, naja, egal. Wir wollen uns nicht beschweren, denn wir haben hier... Leute, wir haben 5%. 5% auf den neuen Goku und Freezer. Auf geht's. Rivoli macht für den dritten Monat. Was aber äußerst schade finde, ist, dass die... Früher hatten die... neuen Spartan-Charaktere übertrieben viel. Die waren 15% oder so hatten die. 10%. Die haben die einfach bei 1% gelassen. Alter, wenn jetzt Broly kommt... Oh, mein Herz. Ich dachte echt, der Dreams of Broly. Halt doch deine... Als Animation, ey. Er kommt einfach als Charakter. Was nichts süß aussieht. Da ist Broly, ja. Da habe ich meinen Broly. Animation ist nichts. Hashtag ein Single Song. One last single. Di, 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 di. Da, la, la, la. Einfach nichts. Hätte ein bisschen spannender machen können zumindest. Ja, Herzinfarkt, kannst du jemand anderes täuschen. Schade.